festgehalten ist, gerade wenn ich denke, oh, jetzt habe ich es, jetzt ist es gut, dann muss ich aktiv und dynamisch bleiben. Wir Menschen neigen dazu, in dem Moment jetzt erhalten. Halten ist statisch. Ja? Immer wieder. Und jetzt haben wir alles ganz gut. Und jetzt versuch ruhig mal, was passiert, wenn du ihn ein bisschen enger machen willst? Ja? Was passiert, wenn du ihn ein bisschen mehr rauslässt? So spielen. Auch da, alles, was dynamisch ist, ist so, ja? Auch was das nicht links festhält, Augenzirkel, da müssen wir nachgeben. Auch so. Ja. Leicht schön dranbleiben. So, jetzt versuchen wir, dann machst du gleich 5 Mal hintereinander. Du bist jetzt so lange schon im Schritt. Mach nichts anderes. Jetzt aussitzen. Und er soll dabei den Hals fallen lassen. Im Moment anfangen. Anfangen. Egal, dann warte, was du alles willst. Weiterarbeiten mit den Händen. Das ist wichtig. Stopp! Jetzt haben wir die Handgehaltung. Erst wieder. So, nach innen stellen, auch auf der Geraden. Und in die Tiefe angraben. Rechten Zügel muss er losmarschieren. Ja? Ja? Links stellen. Gut, und wieder Schritt. Jetzt warst du ein bisschen zögern. Das ist ganz normal. Mach dich groß. Und jetzt deine Hüfte, die will auch mithaben. Vom ersten Kampftritt an. Und wieder nochmal handhaben. In die Tiefe, da sie zu mir, komm mal auf den Zirkel. Weiterarbeiten mit den Händen. Und auf geht's. Und du schiebst sie in den Etat. So. Und weiterarbeiten, da sie zu mir kommt. Immer wieder und nachgeben. Eigentlich auswendig. Ruhig ein bisschen mehr Druck aufnehmen mit der rechten Hand. So. Und links noch mehr Dynamik ins Handgelenk. Und wieder schieben. Groß werden. Weiterarbeiten mit den Händen. So, immer, voll, ja. So hängt er mehr hinter. Wenn er nachgibt, wirst du auch ein bisschen weicher. So, dann auf die neue Hand stellen und wieder anfangen. So, das war jetzt ganz gemein, immer ein Schritt, du kannst es noch besser. Nach dem Handwechsel, die Farben verwechseln, die Tür aus. Er soll zu mir gucken und trotzdem Außendruck und drauf an. Linke Hand zurück, links zurück, innen nachgeben. Das übt ihr jetzt viermal hintereinander. Kopf Schritt mit innen nachgeben. Den ersten Takt des Schritts zu erfüllen und mit der Nachgeben. Er ist gestellt und nachgeben. Gestellt und nachgeben. Links zurück und anhalten. Rechts mobil, Mann. Es wirkt ja. Links schön, ja, dranbleiben, rechts federn, links Druck geben, rechts federn, links Druck geben. Wunderschön. Sehr gut. Weiter. Jawohl. Und Bewegung im Handgelenk im Rechten. Eintritt, Ausdrehen, Eintritt, links Druck aufbauen. Wunderschön. Und schnell mal schön. Genau, das sind auch der Portal. Weiter. Einmal machst du es doch. Druck zum Linken, dann sehen wir dich raus. Eben links den ersten Kapitel. Raus, wieder. Und? Groß werden. Ja, und? Da ist die linke Hand noch ein bisschen steif. Im ersten Kapitel. Merkst du das? Jetzt ist er wieder gut. So, jetzt sind wir ganz fest. Leg dich weit nach hinten. Mach mit den Händen genau so weiter. Versuchen wir die innere Linie, innere Schenkel, innere Hüfte in der Luft zu schieben. Einmal ein Schritt. Ganz warm, aber log, aber ganz entspannt. Setz zwei Arme drauf. Füge ruhig mal ganz. Und gar nicht mit den Beinen, das ist der Hammer. Und wenn er stehen bleibt, dann erschießt man halt die Arme. Wenn du eben gerade in so einer Phase, ich sage es nur noch mal, damit es klar ist,
entscheide jetzt eine Runde, lasse ich ihn mal ganz alleine. Und er guckt blöd nach irgendwie. Ich hab ihn ja vorher sich selbst überlassen. Dann darf ich nicht dann sagen, und jetzt musst du trotzdem. Auf dieser Hand, deine linke Hand, die ist so ein bisschen, die mag nicht so viel Druck haben, du darfst dir immer wieder sagen, die linke Hand darf gerne ein bisschen mehr Druck anlegen. Dann lass du dich hier auch ein bisschen anlegen. Hals ganz tief, Schultern zurück, halten. So, jetzt versuchst du, geh ganz in dein Pferd, du möchtest den letzten Schritt erfüllen, also wissen, wenn du antraben möchtest, vorher schon das nächste ist ein Trabtritt. Spannung an links, Achtung. Knie nochmal zurück, groß werden und schieben, ja. Fühle Mut haben. Keine Angst, dass man was falsch macht, das ist so. Ja, und wieder schön. Und wenn ich vertan hast, hast du dich vertan. Okay, das nächste Mal sind wir klüger. So, wieder antraben. Mit dem Wissen, dass jetzt kommt, als nächstes ein Trabtritt raus. Linksspannung halten und groß werden. Schief gehen. Halt schön zusammen. Paran, paran, federn. Und wieder schön. Du fühlst, wann kommt der erste Schritt? Du weißt es. Sehr schön. Ganz wahr. Wieder antraben. Für dich im Moment der Lernschritt, ich möchte vorher wissen, wann kommt der erste Trabtritt. Das ist im Moment das, worauf wir. Und halt ihn zusammen, Hand wechseln und wieder schön. So, weiter geht's. Du möchtest fühlen, wann kommt der erste Trabtritt. Immer schnell die Gärten an, ne? Wie fühlt sich an? Deine Hüfte ist bereit, folgt dir zusammen. Halt ihn zusammen. Ja, und. Du willst aber auch. Irgendwann wollen wir nach. Wunderschön. Innen nachgeben, außen. Immer wieder. Irgendwann möchte ich, dass du nur noch denkst und dein Pferd trabt los. Wieder schön. Groß werden, Bauch raus. Und wieder antragen. Wann kommt der erste Trab drin? Zeit lassen, groß werden, schieben. Und durch die ganze Bahn wechseln. Macht sich die Schultern hinten lassen, Bauch bleibt vorne, falsch gestellt, lass dich auf der Wegstellung. Jetzt umstellen und bewegen, rechte Hand bewegen. Ganze Bahn weiter, ganze Bahn weiter. Du versuchst, in die Ecke rein anzugaloppieren. Du willst merken, dass du vorher schon weißt, jetzt kommt ein Galopp. Jetzt schon vorbereiten, vorbereiten und auf geht's. Ganz gut. Und du willst dir vorher schon wissen, jetzt kommt gleich ein Trabtritt. Du machst es und weißt es schon im Vorfeld. Hände bewegen, deine Hand wird zu schneiden. Super, wiederholst du das nochmal. Rechte Hand schön arbeiten lassen. Ja, 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 ja. Schön arbeiten. Und jetzt schon wieder anfangen und fühlen, wann ist er bereit? Dieses, was jetzt dein Pferd macht, ist ein Grund, den ich in jedes Pferd bringen muss, dass es von sich aus die Tiefe sucht. Look, lieber, look dich einmal rum, ganz entspannt in diesem.
wenn man es aussitzt und jetzt, ich glaube, können wir noch ein paar Minuten machen. Versuch dich ganz auf die Beweglichkeit in deinen Händen zu konzentrieren. Die linke darf ein bisschen mehr Druck, die rechte will immer wieder nachgeben. So, jetzt hier oben, ja, schnell vorhin zu gucken. Auch wenn du willst, wenn ich da inne. Nicht dabei achten. Yeah.